Also der Termin braucht eigentlich keine besondere Motivation, wie überhaupt Fahrradfahren bei diesem Wetter gar keinen Anlass braucht. Da ist es einfach eine reine Genusssucht, die einen zum Fahrrad treibt. Aber dieser Termin soll dazu dienen, deutlich zu machen, wie reizvoll das Radfahren in der Stadt ist, welche herrliche Strecken wir in München haben. Es ist ein Individualverkehrsmittel, es fährt insofern wie das Auto dann, wenn ich will. Ich bin nicht von einem fremden Fahrplan abhängig. Ich habe den Vorteil in der Innenstadt, ich habe überall einen Parkplatz oder fast überall. Ich muss nicht nach lange einem Parkplatz suchen und auch keine teuren Parkplatzgebühren zahlen. Es ist also rundherum eigentlich nur positiv. Die Ampel da vorne hat mich geärgert, weil da immer die Fahrradfahrer rot hatten und die Fußgänger noch grün. Okay. Und dann hat es anscheinend aber mehrere Fahrradfahrer geärgert, weil die ist jetzt schaltet jetzt gleich mit den Fußgängern. Ich radle einfach gern. Ich radle auch in München viel. Ich habe extra sogar in meinem Büro ein Radl stehen, weil ich nicht immer mit dem Rad ins Büro fahre. Und das war mal eine gute Gelegenheit, hier so eine kleine Tour vom Schreibtisch weg in der Stadt. Es ist nicht wichtig, aber es ist auf alle Fälle angenommen. Wir haben ja auch eigene Räder und wir haben sehr, sehr viele Gäste, wurde mir gerade nochmal von denen, wo wir die Räder dann immer mieten, nochmal bestätigt, die wirklich am Wochenende einfach sich das Rad ausleihen. Und insofern, also das gehört mit, man denkt immer nur, München ist eine Businessstadt, ist es eigentlich auch, ja, aber es hat auch, wie gesagt, einen hohen Freizeitwert. Und was gibt es Schöneres, als jetzt nicht im Auto zu sitzen, sondern einfach wirklich vom Hotel ins Grün radeln zu können. Und ich denke mal, München mit dem Fahrrad zu entdecken und zu erobern, ist immer was Schönes. Und so schön abgesichert, wie wir das heute wurden, war das natürlich dreimal schön. Und ich kann immer wieder nur feststellen, München ist eine Stadt, wo man fantastisch radeln kann. Vor allem nicht nur im Englischen Garten, wenn man dann auch in Vierteln wie in Schwabing oder an anderen Enden waren, merkt man einfach, Fahrrad und München, das passt zusammen. Das ist einfach ein großer Teil Lebensgefühl, gerade auch mit dem Englischen Garten da durchzufahren. Wenn ich da morgens ins Büro durch den Englischen Garten fahre, da kommst du einfach super gelaunt an. Zum einen, weil es eine herrliche Tour ist, zum anderen, weil du auch dich gut fühlst, weil du denkst, jetzt habe ich auch körperlich was getan. Also kannst du dir das Angenehme mit dem Nützlichen perfekt verbinden.